Hallo und herzlich willkommen. Wenn ich hier genau mal rüberschaue, dann sehe ich eine Pflanze, die voll mit Blattläusen ist. Was hat das mit Ameisen zu tun? Nun ja, es gibt Ameisenarten, die haben sich darauf spezialisiert, diese Blattläuse so wie Nutztiere zu halten. Das heißt, sie melken diese Nutztiere, also diese Blattläuse, um an deren zuckerhaltigen Honigtau zu gelangen. Und weil das Ganze so interessant ist, bekommen wir oft von euch immer Anfragen, wie man am besten sowas im Formikarium auch mal beobachten kann. Und die wichtigsten Informationen dazu haben wir in diesem Video für euch hier zusammengetragen. In Mitteleuropa leben über 800 der weltweit ungefähr 3000 bekannten Blattlausarten. Diese ernähren sich von Pflanzensäften und gelten aus diesem Grund als Schädling. Blattläuse werden zwar als pflanzensaugend bezeichnet, aber in Wirklichkeit saugen diese nicht den Pflanzensaft, sondern sie bohren mit ihrem Rüssel in eine Röhre der Pflanze und nutzen den Überdruck, um an den Pflanzensaft zu gelangen. Es ist nicht ganz einfach, Blattläuse im Formikarium über einen längeren Zeitraum zu halten oder zu beobachten. Denn sobald ein abgeschnittener Ast anfängt zu welken, können die Läuse nicht mehr an den Saft gelangen und müssen dann zu einem frischen Ast wechseln. Aus diesem Grund sollte man hier Pflanzen mit Wurzeln verwenden. Die Blattläuse halten sich häufig an der Blattunterseite einer Pflanze auf, sowie an den Knospen und den jungen Trieben. Der Grund, weshalb Blattläuse so erfolgreich sind, liegt unter anderem darin, dass sich die Weibchen im Frühjahr zunächst durch die sogenannte Jungfernzeugung vermehren. Hieraus entwickeln sich in diesem Fall wiederum nur Weibchen, die lebend geboren werden. Diese können währenddessen in sich bereits schon die nächste Generation weiblicher Nachkommen tragen, die ebenfalls lebend zur Welt kommen. Wird der Platz auf der Pflanze für die Blattlauskolonie zu eng oder wird sie von Feinden angegriffen? Dies können unter anderem Amerikanischkäfer, Florfliegenlarven oder Schwebefliegelarven sein. Wird durch einen chemischen Duftstoff, also ein Alarmpheromon, die Entwicklung geflügelter Individuen ausgelöst. Diese können sowohl weiblich als auch männlich sein und sich nun geschlechtlich weiter fortpflanzen, sowie neue Pflanzen besiedeln. Dies wissen die Ameisen, die eine Blattlauskolonie hüten, zu verhindern und schütten ihrerseits Pheromone aus, die diese Entwicklung unterdrücken oder zumindest die Bewegung der Blattläuse verlangsamen sollen. Reicht dieses nicht aus, so hindern sie die geflügelten Blattläuse am Wegfliegen, indem sie ihnen manchmal die Flügel abbeißen. Was genau ist eigentlich Honigtau? Bei Honigtau handelt es sich um eine süße Ausscheidung von Insekten, die sich von Pflanzensäften ernähren, wie zum Beispiel auch unsere Blattläuse. Von den kohlenhydratreichen Pflanzensäften werden von den Blattläusen insbesondere die darin enthaltenen Aminosäuren aufgenommen. Die nicht verwerteten Stoffe werden als zuckerhaltiger Honigtau von den Blattläusen ausgeschieden. Durch den Geruch werden verschiedene Tiere angelockt, die den Honigtau unwiderstehlich finden, sowie auch die Ameisen. Sie sammeln diesen und transportieren ihn in ihr Nest. Ja, und so als Zahl, also 10 bis 15 Kilogramm Zucker kann eine Ameisenkolonie pro Sommer von den Blattläusen ernten. Welche Ameisen melken überhaupt Läuse? In Deutschland gehören dazu Arten der Gattung Lasius, wie zum Beispiel Lasius niger, Lasius bruneus oder die Lasius fuliginosus. Die Lasius flavus ist eigentlich mehr für die Haltung von Wurzelläusen bekannt. Aber es gibt auch Arten, die Blattläuse halten, von der Gattung Myrmica, wie zum Beispiel die Myrmica rupra, sowie Arten der Gattung Formica, das sind also die ganzen hügelbauenden Waldameisen, oder auch die Serpiformica. Arten der Gattung so Tapinoma und Temnothorax sind eher Arten, die keine Blattlauszucht betreiben. Aber es gibt auch viele exotische Arten oder aus tropischen Regionen, ja, die betreiben Blattlauszucht. Das sind zum Beispiel sehr interessant ist zum Beispiel diese Art Myrmicaria arachnoides. Diese baut sogar richtige Kartonnester um ihre Blattläuse. Also die bekommen richtig so eine schöne Behausung. Ponderien halten eher keine Blattläuse. Ja, ihr seht, dieses Thema ist doch recht umfangreich und ich hoffe, ihr konntet ein paar hilfreiche und nützliche Informationen mitnehmen. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Blattlauszucht. Vielen Dank fürs Zuschauen.